Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 199 und stehen schon vor der ersten Mod. Nein, wir stehen jetzt stehen wir vor der ersten Mod. Genauso sieht es aus. Wir haben nämlich einen schönen Auflieger Schmitz Cargo Bull, läuft das Ganze drunter. Texturenmäßig sehen gut aus. Man sieht oben schön, die Abdeckung ist schön eingezurrt. Hier hinten haben wir noch Reflektorengeschichten dran. Ne? Das Logo an sich, Nummernschilder und einen schönen Schmutzfänger. Auch hier Reflektorengeschichten an der Seite dran hier. Der ausgestanzte Part und sowas, da hat man sich schon eine Runde Mühe mit gegeben. Und man hat hier hinten auch noch eine schöne Auflage dran, richtig mit, da sieht man es, richtig schön mit Diamondblech und sowas. Also das hat schon was schön gemacht, kann man nicht anders sagen. Das sieht schon mal gut aus. Wir hüpfen hier mal eine Runde rein, machen ihn mal auf. Dann können wir sagen, mit N können wir die ganze Geschichte wegnehmen. Dann seht ihr, wird hier vorne schön zusammengerollt. Ne? Verschwindet also auch nicht ins Nichts. Und wenn wir das Ganze abkippen, dann rollt das automatisch auch weg. Und die Grundtechnik, die Hebetechnik, seht ihr selber hier, die Bühne hier bleibt stehen. Ganz wesentlicher Punkt, ne? Also das ist schon mal nicht, dass das mit gehoben wird, sondern die ist tatsächlich unten am Aufleger an. Das sieht man auch nicht so oft. Darunter sitzen auch die Anschlüsse, ne? Da sind auch die Jungs, die es gemacht haben. Und ja, die Grundtechnik ist sonst ähnlich wie der Toner, den wir vor ein paar Tagen hatten. Ne? Sieht aber wie gesagt sehr gut aus, finde ich auch eine schöne Geschichte. Werden ihn jetzt auch mal wieder runterholen. Ihr seht auch der Innenbereich, alles ganz okay. Ne? Auch hier die anschlussbeweglichen Teile, das passt schon. So, ich mache die mal aus. Der klappt ja nun zum Glück glorreicherweise trotzdem noch weiter zu. Und wir schauen uns den einfach mal im Shop an. Ja, auch hier, ne? Von den gleichen Leuten gemacht. 60.000 kostet das gute Stück. Hat 32 Kubik. Wir haben hier zwei verschiedene Farbmöglichkeiten zu setzen. Wir können die Reflektoren sogar in anderen Farben setzen. Das sind die Streifen, die hier drumherum sind. Wir können die Abdeckung oben in einer anderen Farbe setzen, wenn wir es wollen. Wir können die Felgenfarbe noch verändern und wir können auch hier die Grundfarbe verändern. Das Interessante ist, wenn wir die Grundfarbe verändern, können wir natürlich hier oben auch die Farben hier verändern. Das heißt, ne, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben jetzt eher was Helles, dann kann man das eher nehmen. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier eine sehr dunkle Farbe, machen wir einfach mal so, dann ist das besser zu lesen. So einfach ist es und schon kann man es auch so dementsprechend gestalten. Ja, mit allem drum und dran müsst ihr hier für 70.000 bezahlen. Das ist also ein bisschen mehr so der Realismus-Part gegenüber dem Toner, der relativ günstig war, wo wir Tagen hatten. Also wenn ihr die Variante oder eine ähnliche Variante sucht, auch mit einer Aufwertung, also mit einem Schotten oben drauf, dass wir größere Kapazitäten haben, dann müssen wir mal durch 2 Tage zurückgucken oder sowas. Da hatte ich den dann vorgestellt. Oder ein Tag, 2 Tage. Also waren die letzten Tage, da war der mit dabei. Also nimmt sonst auch alles mit, was original auf der Karte so eingetragen ist hier gerade. Das passt dann schon. Man sieht hier oben auch schön hier die Kurbel, wo das Ganze, die Abdeckung mit weggemacht wird. So, damit haben wir den Part. Wir marschieren einfach mal stumpf rüber. Wir haben nämlich heute tatsächlich einen Traktor drüben noch stehen, also Zugmaschine und noch zwei weitere Sachen hier fürs Feld. Die nächste Sache hier fürs Feld, die seht ihr hier, B402. Und da seht ihr schön dran stehen, Fortschritt. Genau, so sieht's aus. Ja, gibt es hier in diesem typischen Fortschritt Grün, gibt es auch in anderen Varianten, Reflektoren und sowas, sind alles dran. Ihr seht hier selber so, alles was so metallisch sein sollte, ist auch so. Wir haben die ganzen Verschlauchungsgeschichten, Verkabelungsgeschichten, das ist auch alles gegeben soweit. Ne? Obwohl so viel Verkabelung nicht da ist, weil, glaube ich, gar kein Licht dran ist an dem guten Stück. Ja, es wird hinten schön rangehängt, ne? Hat eine eigene Achsgeschichte hier. Ich würde sagen, wir hüpfen auch einfach mal rein und starten den Kollegen mal. Der setzt das Ganze schön runter, die Reifen werden hochgezogen und schon ist das Ganze unten. Und dann legt er hier los mit 17 km/h, grubbert er hier gemütlich vor sich hin, was kein Wunder ist, das ist 500 PS Traktor. Ne? Also das gute Stück hier sieht sehr gut aus. Hier sieht man auch, dass es mit den Gewichten hier das Ganze schön auch in die Erde reinbringt. Ne? Texturmäßig und sowas sieht alles auch sehr, sehr ordentlich aus. Wir gehen einfach mal und zwar auf die Grubber. Ne, gar nicht, ist kein Grubber, ist eine Scheibenegge. Ich würde es wollen. Scheibenegge. Ich sage mal Grubber, das ist noch der 19er Flair, da war alles irgendwie ein Grubber. Ne? Scheibenegge steht hier dementsprechend auch schön dran. Ne? 80 PS braucht er, 3 Meter Arbeitsbreite hat er, 17 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Wir könnten die Felgenfarbe hier auch noch goldig oder gelblich machen, wie wir wollten, und auch pink, wie wir lustig seid. Und das ist normal blau, das Design. Es gibt halt das Braun-Grün-Design und Standard ist halt blau. So kann man es halt durchwählen und so ändert sich auch ein bisschen immer der Farbzug dann passend dazu. Ne? Also sieht schon nicht schlecht aus. Die
Zusatzvarianten kosten ein bisschen mehr, dann seid ihr so bei 13.000 und ein paar zerquetschte mit bisschen Lack noch dabei für die Felgen. Ne? Also, wie gesagt, auch das sehr schöne Mod. Wir marschieren weiter und kommen zur nächsten Geschichte. Wir sind immer noch auf dem Feld. Diesmal bringen wir wieder das auf. Ah, Gülle. Diesmal bringen wir wieder das auf, was wir vorhin untergearbeitet haben. Nämlich Mist. Und hier seht ihr das gute Stück. Das ist mal etwas klassischerer Alter. Ihr seht hier selber, da steht es dran. Ne? Ich kann das da unten nicht alles so richtig aussprechen. Das Agro kriege ich noch hin, aber dann, ja, ne, verlassen Sie es. Also RUR10 ist die Typenbezeichnung, die steht hier auch dran. Den Rest will ich lieber nicht verunstückeln. Man sieht, das ist auf alt und rostig getrimmt. Ne? Sieht auch nicht wirklich gut aus. Drücken wir es mal so in der Richtung aus. Aber das ist wahrscheinlich der Sinn und Zweck der Sache, wenn man hier die ganzen Rostbeulen sieht, die vielleicht ein bisschen großgezogen sind. Aber ansonsten ist die Idee ganz okay, mal ein nicht unbedingt neues Gerät dahinzusetzen. Wir machen mal den Traktor an. Machen das Ganze an und ihr seht hier, der haut eine schöne Ladung Mist raus, funktioniert also einwandfrei. Die Texturen dementsprechend sind natürlich da. Das passt. Ne, die Animation. Zum Glück kommt ja gerade so nichts raus. Seht ihr hier selber auch. Ne, von der ganzen Verteilung, das funktioniert auch einwandfrei. Da geht es wieder langsam. Ich mache den Traktor wieder aus. Wir gehen hier raus und dann gucken wir uns einfach mal die Daten an. So sieht's aus. Wir gehen auf die Miststreuer. Ganz am Ende, wie die Mods halt üblich sind. Da seht ihr das Original-Logo. Ich kann da wieder so viel nicht mit anfangen. 25.000 kostet er. 12.000 Liter hat er bei 10 Meter Arbeitsbreite. 120 PS braucht er, wenn wir uns das mit den anderen angucken. Wenn wir hier irgendwo Richtung, ne, hier in den Kubikzahl gehen wollen, Seite selber, dann müsste er eigentlich so um die 40.000 kosten, um den guten Mischbereich abdecken zu können. Ne? Aber hat er natürlich 10 Meter Arbeitsbreite, die ist so grob dazwischen, aber so 35 bis 40 müsste er trotzdem kosten. Und ihr seht, er kostet 25, weil er alt und rostig ist. So einfach ist es. Ja, dran zu drehen ist sonst so nichts. Den gibt es so, wie ihr ihn da gesehen habt draußen und das war's. Also wenn ihr den so nicht mögt optisch, dann ist es wahrscheinlich nicht euer Miststreuer. So einfach ist es. Wir marschieren weiter. Und diesmal zum Shop zurück und da haben wir halt die für heute letzte Version. Da laufen wir schon drauf zu. Und da seht ihr, das ist eine, richtig, eine JCB Fast Track Variante. Hier in dem Fall ein 4220 mit zig und einer Sonderlackierungsmöglichkeit und 1000 und einer Einstellmöglichkeit. So ungefähr sieht es aus. Hier seht ihr schon, was wir machen können. Wir können den Lenkmodus dementsprechend wechseln, ne? Ganz normal Tempomat-Geschichten und sowas haben wir hier dementsprechend auch mit am Start. Wir machen den üblichen Lichttest. Ne? Da seht ihr schön alles voll funktionsfähig. Ich habe hier tatsächlich alles mal auf Standard grün gesetzt, auch das Gitter vorne. Ich finde, dann wirkt er gleich ganz anders und ist so vom, ne, wenn da nicht gerade JCB dran stehen würde, nicht unbedingt so hundertprozentig gleich als JCB zu erkennen. Man erkennt die natürlich trotzdem, aber ne, ihr seht, wie gesagt, Lampen funktionieren alle. Wir blinken auch mal in beide Richtungen. Da seht ihr auch, das funktioniert einwandfrei und auch die beiden Rundumleuchten oben machen genau das, was sie machen sollen. Wenn wir jetzt da eine Runde reingucken, dann sehen wir hier auch eine ordentlich aufgeräumte Anlage. Ihr seht hier 1001 Knöpfchen und Lämpchen dran. Ich mache mal das Ganze an. Dann seht ihr, es fahren hier einige Sachen hoch. Ne, es gehen einige Sachen an. Und wenn ich dann hier Licht anmache, dann seht ihr, es werden einige Displays hier vorne, das, ne, unten JCB etwas kräftiger beleuchtet. Auch das Grunddisplay hier ist kräftiger beleuchtet. Und auch hier oben die Tasten, wenn ihr die seht. Ne? Da seht ihr, da ist die Lichtstufe, die dazukommt. Also das ist alles schon ganz ordentlich, würde ich sagen. Wir gehen da mal eine Runde raus. Habe ich noch Licht an? Nö, haben wir nicht. Wir gucken uns das Ganze nämlich jetzt im Shop an. So einfach ist es. Ich glaube, der ist unter mittelgroß. Da haben wir ihn. Ne? Forbidden Mods Jungs haben es gemacht sozusagen. 216.500 kostet der Normalpreis. Wie gesagt, wir haben hier Reifenauswahlmöglichkeiten, wie man sonst so kennt, auch die Breitreifen, Standardvarianten. Ne? Wir haben hier die iPad in Kabine Variante, das ist halt das Pad, was wir oben gesehen haben, weil wir draußen waren gerade. Wir können hier die Fender einstellen, ja oder nein. Wir können da GPS aufs Dach drücken, ob wir es haben wollen oder nicht. Wir können den eine Quicke oder den Hauer Frontanbau machen oder eine Lizard-Version. Wir haben die Motorvariante in den Geschwindigkeiten abgestuft. Das heißt,
Das hatte nicht mit der PS-Zahl, sondern eher mit der Übersetzungsgeschichte zu tun. Ne? Und wir haben hier 45 Farbvarianten. Nein, 5 sind es. Ne? Also ich werde das tatsächlich alle unterschiedlich gestalten, damit ihr auch mal die ganzen... Das ist vielleicht nicht so... Da mache ich dann tatsächlich mal das Grün, dass man die Unterschiede sieht. Und das sollte klar sein. So, jetzt seht ihr selber. Also wir haben hier oben was, was mit der Dachkante zusammenhängt. Wir haben hier oben die Haubengeschichten. Wir haben die Gitter oben. Das sind die beiden Elemente hier. Gitter unten, Felgenfarbe. Also hier kann man richtig schön sich die Farben so zusammenstellen, wie man möchte. Ne? Hat also echt was. Und ja, Nummernschild natürlich noch zusätzlich. Dann sind wir, wenn man so an allen rumdoktert, seht ihr selber bei 224.000 für den Fast Track. Ne? Und da seht ihr selber, der Grundvariante, die hat halt nur Frontanbau und der ganze Rest fehlt. Ne? So einfach ist es halt. Wie gesagt, sehr schön gemacht. Ich werde jetzt den Motor nochmal ausmachen, damit wir nochmal in Ruhe eine Runde drehen können damit. Ne, Wendekreis natürlich schön super eng hier das Ganze. So muss es aber auch sein. So, ich würde sagen, ich stelle den Kollegen hier einfach mal ab. Stelle ihn hier mal ordentlich rein ins Licht, hätte ich fast gesagt, aber so sieht es ja aus. Und dann, ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.